Leute, herzlich willkommen zurück zum Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Projekt. Ja, aus Gründen gab es eine kleine Pause. Das lag aber ein bisschen mehr an privaten Gründen. Ja, schön, dass ihr wieder seid, jedenfalls wieder mit am Start seid. Und wir machen heute weiter. Kann ich den Wagen eigentlich tatsächlich erstmal hinten anstellen? Das ist eine große Frage. Fahrzeug bewegen. Ja, ich packe den Golf erstmal im Parkhaus. Ja. Geil. Okay. Ich baue das Auto wieder an. Ich werde mir den später erstmal wieder widmen. Wir werden es erstmal dem Audi, der daneben steht, widmen. Hat seine Gründe, warum. So, ich lasse den jetzt erstmal hier. So, ich würde den jetzt gerne, wenn möglich, den Golf da irgendwie. Achso, ich kann den, das muss ja das hochfahren, ne? Weil ich will jetzt gerne den zweiten Auftrag. Wir stellen den Golf, wie gesagt, das mal an durch den Fehler mit der Motorhaube. Weil ich glaube, ich kann noch keine Motorhaube kaufen. Karosserieteile. Ich würde mich erstmal den Audi hier vorne mir dann das mal widmen. Das war den wahrscheinlich heute machen. Ne, warte mal, kann ich den Golf tatsächlich fertig machen? Weil er sagt mir jetzt gerade Motorhaube. Ist das die Bullcaps Motorhaube hier? Ja, ne? Ist das ein Bullcaps? Ja, doch eigentlich. Warte mal. Ne, ist nicht Bullcaps, das ist ein. Warte mal. Vielleicht doch. Vielleicht kriege ich es doch erstmal hin. Dass ich sage, ich baue. Dass wir den Golf doch erstmal heute weitermachen. Wenn das jetzt natürlich geht. Aufträge brauche ich. Warte. Einkaufsliste. Ich brauche jetzt erstmal. Nee. Inventar. Aufträge. Das war der Plan an der Sache. Das ist ein Emden Lotz. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir einen Emden Lotz für die Motorhaube finden. Weil dann könnten wir tatsächlich erstmal die Einkaufsliste füttern. So. Das ist ein Emden Lotz. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich das Auto finde. Denn kann ich jetzt mal gucken. Ist ein Emden Lotz. Motorhaube. Bau. Setzen wir auf die Einkaufsliste. So. So, das haben wir jetzt erstmal gemacht. Ich brauche jetzt erstmal einige Teile. Und zwar muss ich jetzt gucken. Ich habe mir eine Liste zusammengestellt. Die muss ich jetzt gerade nur kurz am PC raussuchen. Ja, K-Mechanik Simulator. Ist das hier diese Liste? Warte mal, Ölfilter. Ich muss gerade gucken. Warte mal. Hier ist die Liste. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich die Teile. Ja, warte mal, ich kann das ja anders machen. Ich kann ja aber ins Inventar gehen. Und dann kann ich ja die Sachen auf die Einkaufsliste hinzufügen, ne? Weil wir brauchen ja nur das ganze Zeugs, was hier jetzt gerade ausgebaut wird von dem Golf. Komplett auf die. Auf die Dings machen, auf die Einkaufsliste. Das wäre toll. Spiegel, Dings da. Die Klammern. Klammer kurz. Die Reifen sind ja alle schon drauf. Okay. Luftfilterdeckel, Luftfilter selber. Zündspule. Bremskolben, Bremsbeläge. Bremsscheibe, Kraftstofffilter. Gut. Dann kann ich die Sachen ja jetzt, wenn ich die auf der Einkaufsliste habe, quasi dann alle wieder verticken. Das, was ich hier jetzt nicht mehr brauche.
Das werde ich dann versuchen zu verkaufen wieder. Weil das, dann wäre der Wagen zumindest Gott sei Dank schon wieder für den Kunden bereit. Weil es ist eine Sichtprüfung gemacht, es ist alles ausgebaut. Ergo brauchen wir jetzt nur kurz gucken. Das gehen wir mal auf die Einkaufsliste. Computer. So, dann gehen wir einmal zurück. Karosserieteile, Ersatzteile. Wir sind erstmal auf die Ersatzteile. Das heißt, ich muss jetzt auf die übers Suchen gehen. Auf den Emden. Emden Lots. Das brauchen wir. So. Genau. Was brauchen wir für den Wagen denn erstmal? Ein Ölfilter, würde ich sagen. Hatten wir jetzt. Ich gucke gerade, ob ich ein Ölfilter irgendwo da. Einschlagpuffer. Bremskolben. Bremsbeläge. Wollen wir zwei davon oder was? Warte mal. Warte. Kann ich die Telefon? Nicht Telefon, sondern ich brauche auch meine Einkaufsliste. Bremsbeläge. Das ist das Problem, wenn ich jetzt. Ich sehe nämlich die erste Einheit nicht. Türscheibe. Das sind die Reifen, ne? Oben. Das sind die Reifen, die wir brauchen. Warte mal. Bremsreifen und. Ich mache mir gerade mal ein Foto, dass ich kurz weiter machen kann hier. Dann gucken wir nämlich gleich auf den. Gucken wir zuletzt auf die Reifen. So, gut. Inventar. Ist das? Habe ich den Außenspiegel schon drauf? Ja, den brauchen wir ja rein theoretisch. Den können wir ja rein theoretisch wieder einbauen. Fällt mir gerade auf. Das ist ja der andere Außenspiegel hier, ne? Der fehlende. So. Montage und Karosserie teilen hier. Hauen wir den Außenspiegel wieder drauf. Komplett. Demontage. Gut. Erstmal ist jetzt hier. Den brauchen wir ja nicht in den Außenspiegel. So. Telefon. Inventar. Genau, das sind die Reifen. Felge, Lots. Felge, Lots, Anspruchstiefe ET0 brauchen wir. Ich brauche ja nur alles, was ich hier habe, auf die Einkaufsliste zu packen. So, einmal das. Und den Kraftstofffilter brauchen wir noch. Und dann hätten wir es ja. Die Haube haben wir ja. Gut. Okay, das ist tatsächlich gar nicht so blöde. Dann lassen wir den Audi erstmal hinten außen vor. Dann lassen wir erstmal hier für Sohnemann die Karre fertig machen. Damit Papa dann die Karre abholen kann. So, fangen wir an mit dem Einkaufen. Wenn ich das darf. So. Ich muss suchen. Um zu suchen. Ist der M. M. Platz. Darf ich dir nicht? Ist das egal? Letztendlich von den Teilen ja, ne? Fangen wir erstmal von vorne an, würde ich sagen. Damit wir nach und nach die Teile fertig kriegen. So, also zurück und Felgen. Felgen brauchen wir Felge Lot 205 55 R16. Felge Corona. Ah ja, okay. Felge Lots, wo haben wir sie denn? Felge Modesto, Felge Midway, Felge Lots. Die hier. Brauchen wir insgesamt 4 Stück. Durchmesser in Zoll
Moment, Einpresstiefe ET0. Durchmesser und Zoll ist, das ist hier die, ne? Ergo, kaufen. Haben wir die Felgen. Wobei eigentlich die Reifen wichtiger wären. Aber ich glaube, die 255, 55, ja. Warte mal, gucken wir mal gerade. Ich muss mich auch ein bisschen gucken. So, warte mal. Gibt es die Reifen mit dazu? Zurück. Felgen, Ersatzteile, Reifen. 55 R16. Die Frage ist, welche will denn der haben? Ist das jetzt, ist das am Ende eine Lacke wie Ho Jacke wie Hose? Weiß ich, was der kriegt? Ist das jetzt eigentlich scheißegal? Warte mal. Wir haben ja Inventar. Die Frage ist, was. Ich habe ja vier Felgen drauf. Das sind ja die Felgen. Aber was ist das hier mit dabei? Um zu suchen. Sortieren. Kann ich die nicht? Brauchen wir die nicht, die Reifen? Sind die Reifen letztendlich egal? Nein, das ist tatsächlich nur die Folge Lotz. Wir brauchen ja noch vier Reifen dafür, ne? Ergo brauchen wir vier Reifen für das Auto. Ich werde dann einfach Allwetterreifen raufhauen. Am Ende ist es eh wurscht. Oder? Vier Reifen, Durchmesser Zoll, 16, Reifenquerschnitt. Letztendlich ist es doch egal, ne? 55 oder 55 R16. Oder passen die jetzt dann nicht? Ich nehme jetzt erstmal vier Reifen. Ich baller die jetzt so rein. Ich lasse jetzt erstmal doch die Reifen so, wie sie sind. Wir haben jetzt vier Reifen gekauft, die wir ja. Vier Reifen, vier neue Motorhaube. So, dann fangen wir an mit dem Ölfilter. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen gucken, dass ich wieso. Das hier, hoffentlich sind die Dinger nicht so teuer. So, zurück. Ersatzteile. R4A. So, warte mal. Wir suchen. Ölfilter brauche ich. Ölfilter. R4A. Gekauft. Klammer kurz. Zurück. Zu suchen. Die Klammer. Klammer. Klammer kurz, Klammer kurz. Vier Stück brauchen wir dafür. So, Klammer kurz gekauft. Luftfilterdecke. Luftfilter. Hier. Luftfilter. Erstmal Luftfilterdecke. Brauchen wir einen. Gekauft. Luftfilter an sich selber. Ist da irgendwas Spezielles? Nö, da steht einfach nur Luftfilter drüber, ne? Ergo, den hier. Ist auch die richtige Marke. Passt also. Dann fangen wir an mit der Zündspule. Zündspule. Wo haben wir sie denn? Hier, Zündspule. Was ist das? Zündspule Einzelfunken? Ja. Vier Stück also, ne? Brauche ich dafür, oder? Oder drei? Drei sind's. Gekauft. Okay, wir brauchen nur drei. Oder? Bin ich jetzt gerade blöd? Ne, ist eigentlich richtig.
So, nächste Zettel, nächste Teil ist die Bremse. Bremssattel Typ A. Bremssattel Typ A. Eine oder zwei? Eine, ne? Eine. Scheint die andere Seite noch gut zu sein. So, die Bremskolben. Habe ich vorhin schon mal gesehen irgendwo. Bremskolben. Einer. Bumm. Die Bremsbeläge. Kaufen wir direkt mit. Eigentlich bräuchten wir. Ich kaufe noch einen Bremssattel dazu. Sicher ist sicher. Falls für den Fall, dass wir jetzt wirklich tatsächlich, dass ich den einen nur nicht ausgebaut habe. Ich werde nochmal gleich eine Sichtprüfe machen. Und die Bremsscheibe brauchen wir auch zwei. So. Oder? Ist das richtig? Ja. Gut, dann müsste ich eigentlich meine Liste. Nein, müsste ich nicht, weil ich habe noch ein bisschen was. Irgendwo ist noch ein Teil dabei. Da bin ich mir fast sicher. Nämlich den Kraftstofffilter. Den brauchen wir auch noch. Oder haben wir den schon in der Liste, bevor ich jetzt was Falsches kaufe? Inventar, Kraftstofffilter. Bevor ich jetzt was Falsches nachbaue. Wundert mich, dass ich nur einen Bremssattel habe. Aber wie gesagt, ich brauche eigentlich noch einen. Habe ich einen Kraftstofffilter schon gekauft? Nö. Brauchen wir nur einen Kraftstofffilter. Also kaufen wir einen Kraftstofffilter. Kraftstofffilter. Bumm. Kraftstofffilter ist irgendwas Spezielles? Nö, das ist das hier, ne? Gut, perfekt. Dann haben wir den zumindest erstmal soweit wieder dabei. Das heißt, ergo, wir verticken. Ich mache jetzt kurz die Sichtprüfung nochmal. Kann ich das irgendwie jetzt machen so? Warte mal. Menü öffnen. Ich will noch mal eine kurze Sichtprüfung machen. Inspektionsmodus. Nicht, dass ich irgendwas jetzt dafür übersehen habe, was jetzt eigentlich. Sichtprüfung. Ich will nur Sichtprüfung machen. Ne, hier scheint mir noch alles gut. Gut, okay. Dann baue ich jetzt alles ein. Hinten ist auch wieder alles gut. Gut. Habe ich da was übersehen? Nö, nö. Eigentlich nicht. Gut, gut, okay. Dann fangen wir jetzt an, das Auto wieder zusammenzubasteln und erstmal die ganzen Teile zu verticken. Inventar. Also das ganze kaputten Scheiß quasi alles wieder. Von und runter. Teile. Ich mache nach und nach. Teil verkaufen. Ja. Bis zum Motorhaber muss ich alles abgeben, ne? So, ergo haben wir jetzt alle Teile dabei für den Golf. Wir sind jetzt bei 1900. Das heißt, wir haben ein bisschen Kohle wieder reingekriegt. Wir können den Wagen jetzt fertig machen. Und dann müsste eigentlich soweit alles funktionieren. Darf ich jetzt nicht an die Aufhängung? Montage. Ich würde jetzt gerne wieder an dem Auto arbeiten, dass ich jetzt Demontage, Fahrzeuginfo, Inventar, Einkaufsliste. Darf ich jetzt das Auto nicht zusammenbasteln wieder? Hallöle. Ich würde jetzt gerne anfangen, wieder das Auto zusammen zu basteln. Oder muss ich den jetzt dafür runtersetzen? Eigentlich nicht, ne? Ich würde jetzt gerne das anfangen, das Auto wieder zusammenzubauen. So. Kann ich das wieder? Ich würde das gerne. Menü öffnen. Montage verteilen hier. Rein mit dem Luftfilter.
Jo. Luffelt da Deckel drauf. Gut, dann haben wir den auch zumindest, den drin. Dann fangen wir hier mit an. Da. Gut, dass ich nochmal gekauft habe. So. Gut, dass ich alles gekauft habe. Gut, dass ich vier gekauft habe. Ich habe nämlich einen vergessen. Aber ist nicht schlimm. So, rein damit. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Golf fertig kriegen. Dann haben wir das auch fast durch. Also den Ende Lots, ja. Wie die Leute jetzt klugscheißen müssen. Zustand? Wieso? Muss ich jetzt einfach nochmal neuen. Ich muss jetzt noch mal am PC nochmal neuen Zündings kaufen, ne? Oder was? Warte mal. Ich jetzt den vierten nicht vergessen. Gut, dann werde ich das wieder verkaufen. Dann Zündspule, Inselfunken. Fertig. Jo. So, Zündspule. Nochmal eine neue Zündspule kaufen. Zünd. Zünd. Zünden. Zündspule, Einzelfunken. Hier ist sie. Gut, dann ist das auch kein Problem. Dann blicke ich jetzt auch so langsam in das Spiel ein bisschen rein. Nee, warte mal. So, Inventar, Modus, Montage und Teil. So. Jo. Drin. So. Ich gucke gerade, ob ich hier unten noch irgendwas vergessen habe. So, an dem Teil zu arbeiten. Ich gerade gucke, wo habe ich denn? Da fehlt doch noch irgendwo was. Da fehlt doch noch irgendwo der Dings. Hier ist das, ne? Gummilagerbuchse? Nee. Was sind das? Ja, hier könnte ich die Teile auseinandernehmen, aber brauche ich jetzt nicht. So, ich gucke gerade, da fehlt doch noch irgendwo der Kraftstofffilter, oder nicht? Bremskraftverstärker. Warte mal, der muss doch hier irgendwo da drauf, oder nicht? Der waren der jetzt da? Wo waren der da drauf auf dem Auto? Fällt mir gerade ein. Habe hier Steuergerät. Blöde jetzt. Motorblock. Bremskraftverstärker. Batterie ist ja auch wieder noch in Ordnung. Oh shit, der verfährt der scheiß Krim. Motorblock. Oder war der ohne. Kam ich da. Ne, da kam ich doch nicht unten, der ist ran. Drosselklappe. Warte mal, gehen wir mal wieder. Gehen wir von unten dran an das Auto. Damit wir weitermachen können. So. Eine Aufhängung. Irgendwann war der noch eine neue. Du Filtergehäuse. Ich muss ja den Müll. Was ist denn? Montage von Teilen. Ja, hier. Genau. Rein damit. So. Von Teilen. Die Montage von Teilen, nee, brauche ich nicht. Oh, warte, habe ich hier irgendwas gerade? Ich muss geben, das letzte Mal habe ich, wo ich da gezockt habe. Ist eine Weile her. Aber scheinbar. Scheinbar, scheinbar.
Haben wir Motorraum nichts weiter vergessen. Gut. Dann bauen wir hier weiter unten. Nein, na, fangen wir mal an, hinten die Bremse weiter zuzumachen. Der Kraftstofffilter ist ja drin. So. Fahren wir hinten am Heck mit der Bremse wieder an. Die Bremse. So. Tasche von Teilen. Bremsscheibe. Radnabendeckel. Machen wir die Bremsscheibe rein. Warte mal. Bremsbeläge hinten rein. So, Rettnamendeckel, Scheibe hinten drin. So, ja, bitte, rein damit. So, dann müsste hinten zumindest am Heck wieder soweit alles fit sein, zumindest auf der Seite. Gucken wir hier noch schnell, machen wir den noch zusammen hier. Ne, genau, die Rundscheibe brauchen wir nicht. Bremsbeläge. Ich habe Bremsbeläge nicht runtergemacht, okay. Scheinbar war es okay. So, haben wir die Brems. Den brauchen wir jetzt nicht. Jetzt soll ich doch schon den. Ich schätze schon die. Hinten ist doch. Ist doch alles okay gewesen? Ernsthaft jetzt? Sichtprüfung. Ja, scheinbar. Okay. Krass. Gut. Dann machen wir das doch fertig. Montage von Teilen. Felge Lotz. Ich habe doch eine Felge gekauft. Ich habe eine Felge, Felge gekauft. Warte mal.